Heyo meine lieben Freunde und willkommen zu einem, ja, weiteren Part von Let's Play Nilea 2. Und, ja, wir sind immer noch hier in SD2. Wir haben jetzt noch 15 Minuten dies und das haben wir noch 22 Stunden, also auch nicht mehr so lange. Aber wir haben noch eine Stunde, normales XP-Ring. Wir hauen mal hier kurz Sachen rein. Den weißen Tau. Dann ziehen wir mal kurz, gehen in eine Ecke, wie gewohnt. Und hauen die alle in der Ecke. So, und sterben. ich habe irgendwie so nicht so die Lust darauf auf dem Oldschool-Server. Aber ich werde es versuchen, hier weiterzuspielen. Das auf jeden Fall. Die Sache ist auch die. Ich habe das jetzt zum Beispiel nicht gerufen. Ja. Ich wollte eigentlich so voll viel sagen und dann am Ende gar nichts. Nein, und zwar kann ich jetzt hier gut ein bisschen was labern, denn ja, ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass jetzt die letzten paar Tage mal wieder keine Videos kamen. Frau Carmen. Nein, aber es lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie, wie gesagt, keinen Bock oder so habe, sondern ich wollte für gestern eigentlich ein Video machen, da bin ich aber nicht dazu gekommen. Die Sache war halt die, es war ziemlich spät am Ende des Tages halt und ich musste halt früher schlafen gehen, weil Montag arbeiten. Und ich mache zu oft immer so. Auf jeden Fall. Nö. Das ist jetzt halt gerade. Ja. Auf jeden Fall musste ich dann halt früher schlafen gehen, nicht so wie Wochenende. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber warum kam dann übers Wochenende nicht? Du kannst ja so lange wach bleiben, wie du willst, so rein theoretisch. Die Sache war die, ich habe jetzt Freitag und Samstag einen Livestream gemacht, der ziemlich lange ging. Ja, ich habe Freitag einen Livestream von 6 Stunden gemacht oder 4 Stunden. Ich weiß nicht mehr einen. Ja, das war Freitag, war 4 Stunden und Samstag war 6 Stunden. Das ist, insgesamt habe ich in 2 Tagen 10 Stunden gestreamt und schon krass eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Im Stream kam halt dran. League of Legends. Ihr wisst ja, ich habe wieder angefangen. Habe ich schon mal erzählt. Die Sache ist sogar die. Ich habe ja gesagt gehabt, ich bin ja runtergeschubst worden. Von Gold 1 auf Silber 1, weil ich rede jetzt einfach mal ein bisschen darüber. Jo, wahrscheinlich. Okay, erstmal abspacken. Ja. Ich wurde ja zu Silber 1 runter deklariert und habe jetzt übers Wochenende mich einfach. Also was heißt übers Wochenende? Ich habe eigentlich nur einen Tag richtig. Ja doch, ich habe nur einen Tag LOL gestreamt. Freitag habe ich nur Minecraft gestreamt. Und Samstag habe ich League of Legends gestreamt und das auch nicht wirklich lange. Es kam halt ein paar Tage und dann. Ein paar Tage, ein paar Stunden und dann habe ich auch wieder Minecraft Let's Play eigentlich. Also gestreamt. Und die Sache war halt die, ich habe mich innerhalb von diesen paar Stunden. Also ich habe eigentlich alle Spiele gewonnen gehabt, außer einen, denn da habe ich verloren, da hatte ich aber gute Stats, da war mein Team halt scheiße, kennt ja. Wenn man Noob-Teams hat in League of Legends. Legends, wie ich es so sag, Legends. Und ja. Hab mich eigentlich. Ich war halt Silber 1. Ich hatte nicht 100 Punkte halt, damit ich direkt schon in der Qualifier war. Qualifier. Und hab einfach in der Zeit mich direkt zu Qualifier, zu Gold jetzt hochgecarried. So auf die Art. Also ich habe mein Können nicht verloren. Das finde ich gut. Ein guter Kumpel von mir, der das Spiel hier auch spielt, also League of Legends spielt. Ja. Mit dem habe ich eigentlich ziemlich lange immer gespielt gehabt früher. Und ziemlich viel. Und wir haben uns eigentlich geschworen gehabt, so voll komisch, wir waren halt voll die Junkies, dass wir diese Season Diamond schaffen. Und er hat's geschafft. Er hat's geschafft, in Diamond zu kommen. Und dafür, das gönne ich ihm völlig. Also das ist voll cool eigentlich, dass er es geschafft hat. Und jetzt ist er Diamond 5. Aber immerhin.
Was heißt hier immerhin? Er hat es geschafft. Also wir wollten es eigentlich zusammen machen. Wir wollten die ganze Zeit Duos spielen, also Duo-Rankeds, Duo-Queues. Und ja, dann habe ich einfach aufgehört gehabt, direkt eigentlich sogar. Eine Woche oder so, nachdem wir gesagt haben, ja, wir machen diese Season, habe ich aufgehört mit League of Legends. Richtig cool, ne? Gut. Auf jeden Fall kamen deswegen halt die letzten Tage keine Videos. Worüber ich noch reden wollte, was ich eigentlich schon die letzten zwei, drei Parts eigentlich sagen wollte, wozu ich eigentlich gar nicht gekommen bin, beziehungsweise ich habe es vergessen, ich bin nicht dazu gekommen, sondern ich habe es einfach vergessen, war einfach, wartet mal ganz kurz, ich bin ein bisschen gerade von der Kappe. Reden wir erstmal mit den Streams weiter. Wenn ihr jetzt die Streams verpasst habt und unbedingt sagen wollt, oh Mann, jetzt habe ich ihn verpasst und ich will ihn so gerne sehen, könnt ihr auf Twitch gehen. Mein Kanal ist, also mein Twitch Profil, irgendwie, was weiß ich immer, keine Ahnung, wie man das nennt, ist in jedem Video in der Beschreibung verlinkt und dazu auf meinem Kanal. Bei meinem Kanalbanner steht dann auch Twitch drauf und dort könnt ihr auch draufklicken und kommt zu meinem Twitch-Kanal. Und dort könnt ihr unter Videos die ganzen Streams jetzt wo ich übers Wochenende gemacht habe, nachverfolgen. Wie gesagt, Freitag kam nur Minecraft, das heißt, wenn ihr euch für Minecraft gar nicht interessiert, dann guckt lieber nur den Stream von Samstag. Ja. Im Moment habe ich auch noch Minecraft eingestellt beim Stream, weil ich habe als erstes am Samstag League of Legends gestreamt, danach Minecraft. Ja, ups, jetzt habe ich zu viele gepult. Ich werde hier hundertprozentig sterben. Aber no one cares, motherfucker. So, ja, auf jeden Fall das dazu. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, die Streams wieder nachzuverfolgen, dann haut einfach auf die Tastatur, wollte ich schon sagen, aber das hat irgendwie gar keinen Sinn, gar keinen Zusammenhang. Dann geht einfach auf meinen Twitch-Kanal und dort könnt ihr euch die Streams dann auch geben als Videoformat. Das heißt, die sind nicht mehr live, ihr könnt nicht mehr irgendwie was kommentieren, wenn da irgendwas Komisches passiert im Bild. Irgendwas Komisches im Bild. Ja. Aber nix. Aber nix einfach. Okay, nein, okay, tschüss. So. Den Henkerschen. Der hält ja noch 17 Tage. Ist ja cool. So, Pferd haben wir, ne? Jo. Wir werden jetzt doch mal sterben. Einfach weil ich cool bin. So. Auf jeden Fall, was ich jetzt nochmal erwähnen wollte. Also die zweite Sache, was ich hier in diesem Video erwähnen wollte, war, dass mit den Servervorstellungen. Ich habe ja vor 3, 4 Wochen ein neues Projekt angekündigt gehabt, beziehungsweise ich habe es angekündigt und auch dann gemacht. Zwei Wochen lang und dann habe ich es wieder fallen gelassen. Ups. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade keinen Gaul gerufen gehabt. Sehr geil. Und zwar die Server, also die Serie auf meinem Kanal Servervorstellungen. Was immer noch ein sehr cooler Name ist, nicht? Und ja, ich werde ihn wieder ins Leben rufen. Ins Leben rufen, meine Freunde. Erstmal auf Taube gemacht. Erstmal das R gerollt. Und ja. Wir haben jetzt eigentlich Dienstag. Also, ich nehme es jetzt gerade obwohl, ich nehme es gerade am Dienstag auf, 0:20 Uhr. Aber ihr werdet es ja am Dienstag sehen um 14 Uhr. Werde es versuchen. Doch, müsst auch um 14 Uhr kommen. Falls es nicht klappt, dann müsst es um 19, 18, ja, noch 19 Uhr kommen. Ihr seht ja, wann es kommt. Oder die Leute, wo es später sind, die jucken, das juckt die ja gar nicht. Gut. Normalerweise ist es geplant, das kann ich jetzt nochmal so sagen, dass jeden Tag auf meinem Kanal um 14 Uhr ein Video kommt. Die Sache ist jetzt die, wenn auf diesem Kanal kein Video kommt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Jetzt außer übers Wochenende, da kamen jetzt auch auf meinem Minecraft-Kanal keine Videos, weil eben, ja. Weil ich eben, sag mal, gestreamt habe, da habe ich halt gar keine Videos machen können, weil ich die Streams bis zu 2 Uhr bis 3 Uhr morgens
gezogen habe und ich dann nach dem Stream direkt so kaputt war, dass ich direkt geschlafen habe, also eingeschlafen bin, beziehungsweise schlafen gegangen bin. Und ja, deswegen konnte ich halt gar keine Videos machen, weil ich habe dafür die Streams gemacht. Ich bin aufgestanden, bin duschen gegangen, Zähne geputzt und habe dann den Stream angefangen. So war übers Wochenende gerade mein Ablauf. Und ja, deswegen konnte ich auch gar keine Videos vorproduzieren, beziehungsweise produzieren. Ich werde es vielleicht sogar so machen. Ich will professioneller werden. Jetzt denken die Leute, ja, professionell, Mädchen 2. Aber ich lege Wert darauf, dass ich gute Videos produziere, dass sie mir selber auch gefallen. Nicht irgendwie so, ja, YouTube Money Haters. Nee, aber ich lege Wert darauf, dass mir persönlich meine eigenen Videos gefallen und nicht irgendwie so, das war jetzt voll langweilig, warum? Ich will meine Videos so gestalten, dass ich sage, ich würde die selber auch gucken. So wie die jetzt gerade gestaltet sind, glaube ich. So. Und ja, deswegen will ich auch professioneller werden. Ich will jetzt zum Beispiel, ich will natürlich auch ein YouTuber sein, ein Let's Player sein, der, auf den man sich so verlassen kann, wo man sagt, oh, jetzt habe ich Langeweile, erstmal ein Video von Neox geben, so auf die Art. Dass ihr euch immer so sicher sein könnt, dass ein Video von mir kommt. Und das tue ich gerade letzte Zeit richtig vernachlässigen und das regt mich selbst auf und ich will es gar nicht vernachlässigen, aber es passiert irgendwie. Ich weiß nicht, warum, Mann, ich weiß es nicht. Bitte hasst mich nicht, okay, bitte. Bitte hasst mich nicht, bitte. Also ich bitte euch sehr, bitte hasst mich einfach nicht, okay? Dankeschön. Ich habe jetzt nochmal kurz mein Mikrofon gerichtet, deswegen hört ihr mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter. Aber, ja. Ich will Drachengott Dev, Mann, nicht Drachengott Angst, Mann. Ja, ich will ein YouTuber sein, auf den ihr euch verlassen könnt. Das heißt, dass falls ich weiß, okay, an diesem Tag kann ich kein Video produzieren, dass ich das vorproduziere, dass ich sage, dann nehme ich halt heute 2 Videos auf und tue es am den Tag, also tue über die Nacht dann 2 Videos rendern und an dem einen Tag 2 Videos hochladen, bloß bei dem einen geplant auf den nächsten Tag, dass so gesehen einen Tag später dann auch ein Video kommt. Und das mache ich halt nicht. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ich weiß jetzt im Moment, dass, sagen wir mal, übermorgen kein Video kommen sollte. Keine Ahnung. Ist jetzt nur provisorisch. Glaubt mir jetzt nicht. Übermorgen könnte jetzt ein Video kommen oder nicht. Ich weiß selber nicht mal mehr, wie mein Uploadplan ist. Und dieses Sterben hier, das fuckt mich überhaupt gerade übertrieben ab. Liegt aber auch daran, dass ich so Crap-IQ hab. Naja. Egal. Ja. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, dass jetzt übermorgen keine Videos kommen wird, dann werde ich jetzt heute, also jetzt wo ich dieses Video aufnehme, sagen, nehmen wir nicht übermorgen, sondern morgen. Sagen wir, morgen würde jetzt angeblich kein Video kommen. Und ich würde es jetzt schon wissen, weil ich weiß, dass ich morgen irgendwas zu tun habe. Termin, Arzttermin, Zahnarzttermin oder so, keine Ahnung, irgendwas sowas. Wie gesagt, es ist nur demonstrationsweise. Und dann würde ich jetzt, sagen wir mal, am besten, also so will ich es machen, aber ich mache es nicht, weil ich ein faules Stück Scheiße bin, Mann. Mann. Und ja. Ne? Ja. Dann würde ich jetzt heute, sagen wir mal, jetzt wo ich dieses Video aufnehme, direkt noch ein Video aufnehmen, im Nachhinein. Und ja, es dann auch über die Nacht rendern, so wie ich jetzt dieses Video rendere, weil kann man ja locker, ich könnte jetzt 4 Videos in der Nacht rendern und hochladen könnte ich auch 4 Videos gleich, also ich wäre gar kein Problem. Aber das Aufnehmen, das ist das Problem. Oh, ey. Was heißt auch, das Aufnehmen ist auch nicht das Problem, es ist 15 Minuten Gelabere, klar, die Themen rauszusuchen, dies, das, Ananas, das ist wirklich sehr anstrengend. Was, warum? Warum? Geh andere Channel, Mann, warum? Mann, ey. Hauptsache erstmal einen Traum geklaut und dann aufgegangen. Nice, läuft bei ihm. Ja.
Also es ist ja auch nur 15 Minuten Gelabere, klar, das ist wirklich sehr schwer als Let's Play, das könnt ihr mir glauben. Ich mache das jetzt hier schon seit Anfang 2012 war das, glaube ich. Anfang 2012 oder 2011? Ich glaube 12. Ich mache das jetzt schon Anfang 2012 und wir haben jetzt Ende 2014. Das heißt, ich mache das jetzt schon fast knapp 3 Jahre. Und die Sache, so Themen rauszusuchen, die ist so verdammt schwer. Was glaubt ihr, warum immer die ganzen Let's Player, so, beziehungsweise YouTuber, man nennt die ja nicht mehr Let's Player, sowas wie Umgespielt und Dena, die machen ja Videos, die nennen es ja nicht mehr Let's Plays, weil Let's Plays ja jetzt Mainstream-Hipster geworden ist. Was glaubt ihr, warum? Was soll ich jetzt sagen? Warum die immer so Themen aus Twitter oder so fragen. Zum Beispiel, die machen ja immer auf Twitter Hashtag ungefragt oder Hashtag. Was weiß ich, irgend so komische Mixereien, wenn die so ein Together machen oder wie ungefragt von ungespielt. Sagen wir mal beispielsweise. Und dann stellen die Leute halt auf Twitter denen Fragen und die beantworten es im Video. Und das sind so gesehen ihre Themen, weil die haben selbst keinen Bock mehr, Themen rauszusuchen. Klar, das Schneiden und so machen die, weil es ihnen Spaß macht. Jeder YouTuber, das kann euch, obwohl das kann euch heutzutage, ist es wirklich so, heutzutage haben schon so viele Leute herausgefunden, was eigentlich YouTuber verdienen und machen jetzt eigentlich nur noch YouTube, weil die selbst so viel Geld verdienen wollen. Und zum Beispiel, sagen wir mal so, die YouTuber, die jetzt schon länger dabei sind, jetzt einfach so als Beispiel, ja, die machen es, weil es den Spaß macht, mit Leuten zu kommunizieren. Den oder gerade German Let's Play, wisst ihr, wie German Let's Play angefangen hat? German Let's Play hat damit angefangen, weil er hat immer während dem Let's Playen irgendwas anderes gemacht. Und also Let's Playen, während dem Spielen irgendwas anderes gemacht, zum Beispiel ein Video geguckt oder so. Der hat immer so, wenn er was macht, dann kann er das nicht, sich nur darauf fokussieren. Da macht er immer noch was anderes dazu. Und dann auf irgendeinen Grund hat er dann gesagt, konnte er keine Videos mehr während dem Let's Play, während dem Spielen gucken, bla bla bla, dies, das, Ananas. Und hat dann gesagt, dann mache ich Videos darüber, wie ich spiele. Und seine ersten Videos, die waren sogar ohne Stimme, ohne gar nichts. Er hat einfach nur aufgenommen. Er hat einfach nur aufgenommen. Dann hat er gemerkt, es funktioniert auch nicht, es ist immer noch langweilig für mich. Und dann hat er angefangen noch zu reden. Und dann hat er gemerkt, oh, das macht Spaß. Und das war eigentlich der Grund, warum Jim Let's Play angefangen hat zu Let's Playen. Weil es Spaß gemacht hat. Es ging, er hat niemals, also er hat nicht von Anfang an gedacht, boah, jetzt mache ich 50.000 im Monat, deswegen mache ich jetzt Let's Plays. Nee, jeder fängt mit 0 Abos an. Und früher, als er angefangen hat, da gab es dieses, da war so das mit YouTube Geld verdienen, war noch so auf die Art Mythos. Da haben die meisten Leute es gar nicht geglaubt, wenn man gesagt hat, ich verdiene mit YouTube Geld. Und ja, heute weiß es jedes neunjährige Kind, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Und deswegen versuchen auch inzwischen schon neunjährige YouTuber zu werden, weil die sagen, oh geil, jetzt mache ich 50.000 im Monat. Yeah. Und ja, das hat in meinen Augen gar keinen Sinn. Man merkt am Ende, dass die Leute, die diese Videos machen, es ihnen gar keinen Spaß macht. Klar, zum Beispiel bei mir, als Beispiel, ist es auch ein bisschen so. Man hat so die letzten Zeiten ein bisschen rausgehört, dass ich gar keinen Bock hatte. Aber zum Beispiel in diesem Video, ich habe gerade Spaß darüber zu reden, Spaß dies zu machen, Spaß das zu machen. Aber die Sache war die, ich habe keine Lust mehr gehabt wegen den Themen. Ich will nicht einfach irgendein Video machen, wo ich rumlaufe in Metin 2. Lalalala, oh, guck mal, wir sind SD2. Oh, guck mal, Clown-Giftspin. Wir leveln jetzt hier. Und sowas, auf sowas habe ich keinen Bock gehabt. Habe ich immer noch nicht. Ich habe auf sowas gar keine Lust. Gar keinen Bock. Und deswegen hatte ich auch immer so die behinderte Motivation in meinen Videos. Weil ich immer so. Weil ich wusste, dieses Video wird scheiße, weil ich keine richtigen Themen habe. Wenn ich richtige Themen habe, so wie jetzt, dann könnte ich den ganzen Tag reden. Normalerweise wollte ich meine Videos
ab heute, ab letztens habe ich mir gesagt, meine Videos immer 15 Minuten halten. Da meckert niemand, es dauert nicht so lange zum Rendern und es dauert nicht so lange zum Hochladen und die Leute gucken es auch meistens dann länger, beziehungsweise gucken es vielleicht auch bis zum Ende, weil 20-Minuten-Videos, so wie jetzt, guckt sich keiner an. Aber jetzt, weil ich gerade so im Rausch bin, so gerne erzähle, ich rede gerade übel viel und das macht mir gerade richtig Spaß. Und ihr merkt auch schon, ich tue einfach so oft, so oft einfach die Themen wechseln. Zum Beispiel wollte ich gerade sagen, dass die ganzen YouTuber daran Spaß haben zu schneiden und so weiter. Darüber wollte ich gerade reden und jetzt komme ich auf einmal auf mich. Das ist einfach, weil ich gerade so im Rederausch bin, auf so vieles eingehen will. Ich habe sogar noch ein Thema, das ich extra für meinen Minecraft-Kanal vorbereitet habe, aber das werde ich jetzt leider nicht mehr aufnehmen. Das heißt, für heute, die Leute, die es jetzt sehen, ich werde leider kein Minecraft-Video mehr machen können. Tut mir leid. Vielleicht werde ich dann mit OBS nochmal ein Minecraft-Video aufnehmen, so ein Hardcore-Projekt-Video oder so. Und das dann, wenn ich also von der Arbeit komme und um 19 Uhr zu Hause bin, werde ich das aufnehmen. Okay, ich schlag immer noch. 30 Minuten rendern, 10 Minuten hochladen. Das ist vielleicht so um 20 Uhr, 20 Uhr 30 hochgeladen sein. Und dann, ja, werdet ihr vielleicht sogar noch ein Minecraft-Video kriegen, weil ich habe ein Thema vorbereitet für das Minecraft-Video. Da kann ich euch schon mal sagen, Selbstständigkeit, so wie man, so was einfach allgemein über selbstständig zu sein. Aber jetzt habe ich schon so viel gelabert und ich würde so gerne weiter labern, ohne Witz. Aber ich muss erstens schlafen gehen, wir haben jetzt schon 30 nach 12 und ich muss morgen arbeiten. Und die Länge ist mir egal, wie gesagt, für mich ist es egal, aber ich will es auch für euch ein bisschen angenehmer machen. Ich werde wieder versuchen, jeden Tag ein Video zu machen. Ich habe es schon erwähnt, unter der Woche ist es eigentlich gar kein Problem, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Zum Beispiel jetzt Montag ging es halt nicht, weil es ja über Sonntag und so auch Wochenende. Ich nehme immer einen Tag vor dem Hochladen auf bei mir, weil ich mit DxStory im Moment aufnehme und es macht 26 GB Dateien und das dauert beim Rendern circa 2 Stunden. Und wenn ich mit OBS aufnehme, das habt ihr jetzt zum Beispiel bei den letzten Parts gesehen, habt ihr irgendwie so einen richtig ekligen Nebel oben drüber. Bis hierhin guckt sowieso fast keiner, also habe ich das jetzt gerade umsonst gesagt, aber ey! Ich werde es vielleicht noch im nächsten Part erwähnen. Also ja. Mit OBS wird es halt gehen, wollte ich sagen, weil OBS, habe ich ja eben gerade gesagt, könnte man aufnehmen, hat aber so einen komischen weißen, ja, Nebel oben drauf irgendwie auf den Videos. Wenn ich das so gerade nachgucke, ich will weiterreden, aber ich kann irgendwie, ich muss beenden, aber ich will weiterreden. Ich merke gerade, ich will einfach weitere Themen aufzählen. Ich sag einfach mit OBS vorbei. Ich labere jetzt einfach über OBS zu Ende und dann Ende. Dazu gibt es jetzt aber kein Gameplay. So, wenn ich mit OBS aufnehme und die ungerenderte Datei gucke, ist die perfekt. Die ist perfekt. Die sieht noch besser aus wie DxStory-Aufnahmen, obwohl die so klein ist. Die hat so schöne Farben, 1 zu 1 Farben, perfekt. Einfach nur, Jockzell. Aber wenn ich es dann render, das habe ich nämlich heute ausprobiert, kriege ich irgendwie so einen grauen, so einen Nebel oben drüber. Aber bei DxStory ist es auch so. Wenn ich ungerendert gucke, ist perfekt, aber wenn ich es render, auch noch perfekt. Aber warum ist es nicht bei OBS so? Das ist perfekt, aber dann wieder scheiße. Und bei DxStory ist es perfekt, dann immer noch perfekt. Bei OBS perfekt, dann scheiße. Warum? Ich verstehe das nicht, warum? Ich könnte natürlich die Dateien auch so hochladen von DxStory. Die sind circa 1 GB groß, die sind natürlich noch ein bisschen größer wie so Dateien von DxStory, wo ich gerendert habe, aber man muss dazu überlegen, ich muss die halt auch nicht mehr rendern. Aber die Sache ist ja die, ich nehme ja noch nebenbei mit Audacity auf, damit ich das Rauschen entfernen kann von meinem Mikrofon. Aber wenn ich demnächst einen Auna hole, werde ich es vielleicht sogar so machen, dass ich mit OBS direkt aufnehme und auch direkt hochlade. Ohne zu schneiden, ohne gar nichts, ohne. Ja. Ich würde vielleicht demnächst auch so aufwendigere Videos, so, vielleicht so. Stil von. Egal, ich tu gerade immer weiterreden. Guck, warum, Mann? Naja, egal, ich muss es gleich sagen. Naja. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch eine Bewertung da. Und falls nicht, dann nicht. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss mit euch und ciao mit euch. Euer Neox.